Mobile Patrouillen und ein Bodenteam vor uns. Visiere an, Sergeant. Sehen wir mit Tag. Was zu tun haben. Und herzlich willkommen zurück zu Modern Warfare 2. Kartell? Vermutlich. Kampagne. Schleichen wir uns an ihnen vorbei. Ist natürlich wieder geil, dass hier so viel gequatscht wird. Bleib unten zwischen den Gräsern. Die Optimum. Die obligatorische Sniper-Mission. So, also jetzt nochmal herzlich willkommen. Uncut Gameplay. Von MW2 Kampagne Teil 2. Die komplette Kampagne von Modern Warfare 2019 ist auch auf diesem Kanal. Hab ich gerade erst gespielt. Im Ultra-Realismus. Unterwegs, Laswell. Falls ihr daran Interesse habt. Irgendwas, wo eine Rakete drin sein könnte. Negativ. Verstanden. Weitersuchen. Ende. Was heißt hier folgen? Er bewegt sich ja nicht. Das ist auch echt, das muss auch ein Feeling sein, ey. Ja, du weißt, du darfst nicht entdeckt werden, krabbelst da nicht ohne Deckung irgendwo rum. Links? Ah, nee. Warte, Feinde links. Ich markiere sie. Benutze den Thermalvisier. Links sind noch zwei. Ah, jo. Verstanden. Sichtkontakt. Du nimmst einen, ich den anderen. Hab ihn getroffen. Wir haben's noch drauf. Vorrücken. Bleib bei mir. Ach, ich liebe solche Missionen. Das macht halt schon MW auch ein bisschen aus, ne? Wie ist euer Status? In der Nähe der Winterhäuser. Also, COD 4, Sniper-Mission, das war so ein... Bestätigt. Krasses Ding. Ich glaube auch, dass sie nie wieder an diese COD 4-Kampagne anschließen können. Nach heutigen Standards ist die noch gut, aber für damalige Verhältnisse war die insane. Da kommen Fahrzeuge. Siehst du das? Container-Truck. Ja, richtige Größe für eine Rakete. Folgen wir ihm. Oh yeah. Bravo an Watcher. Wir haben Transporter nördlich von unserer Position entdeckt. Einer transportiert einen Container. Könnten die Raketen sein. Verstanden. Deswegen sind wir hier. Ich folge der Küste für eine bessere Sicht. Das ist nicht das hohe Gras, mein Freund. Okay. Ende. Tunnel unter der Straße. So kommen wir auf die andere Seite. Ja. Nach dir. Kartelle und Terroristen. Komische Kombi, oder? Terroristen geht es um die Vergangenheit. Narcos um die Zukunft. Was haben sie gemeinsam? Reviere und frisches Blut. Sie ziehen die Jugend an. Ihnen gehen nie die Rekruten aus. Ich spiele übrigens ohne DLSS oder sowas, ne? Also die Performance, die ihr oben links seht, ist komplett ohne. Falls sich das einer bei den anderen Folgen gefragt hat. Duck dich und sei unauffällig. Das ist mit filmischem SAA, SMAA, SMTX, wie auch immer es heißt. Filmisches Anti-Aliasing. Warte, Aktivität, komm näher. Kleine Patrouille, direkt vor uns. Ja. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Versteck die Waffe, Gas. Versuche, ihre Wege vorauszuahnen. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Keine schnellen Bewegungen. Kennt man ja. Nicht bewegen. Das wird knapp. Ja, ist klar. Der rennt natürlich genau in mich rein. Es sah so aus, als ob ich zwischen denen hätte sitzen können. Warte, Aktivität, komm näher. Kleine Patrouille, direkt vor uns. Krabbel einfach hier rüber. Oh, ich glaube, das klappt nicht so richtig. Wo er die wohl lässt? Versuche, ihre Wege vorauszuahnen. Wenn du
sprechen musst, dann langsam und ruhig. Tja, ich weiß halt nicht genau. Ach so, ich kann tatsächlich auch langsam kriechen. Das wird knapp. Okay. Gut, dass ich mir die Schleichentaste sogar noch belegt habe. Der wird so in mich reinlaufen hier. Was soll denn die Scheiße? Das war knapp, Alter. Eine Sonnenbrille auf, der sieht nix. Warte, da sind noch zwei. Benutze dein Thermalvisier. Sehe sie. Auf dein Zeichen. Das Kartell beißt ins Gras. Guter Scheiß. Ein guter Scheiß. Wir können weiter. Alright. Das Gebäude voraus. Draußen ist niemand. Aber drinnen vielleicht. Schleichen, schleichen. Überprüfe das Gebäude mit deinem Herzschlagsensor. Man muss immer dran denken, dass ihr vielleicht auch den ein oder anderen Kommentar wollt, weil... Ah, cool. Das Spiel ist sicher. Gut immersiv ist hier gerade. Roger, in Bewegung bleiben. Ja, der Heartbeat-Sensor, der war damals in MW2 schon drin. Oder kam der erst mit MW3, kann auch sein. Irgend so eine Schneesturm-Mission war das. Das war krass. Offenbar sind sie. Ihr schreibt's mir in die Kommentare, in welchem das war, ich weiß es gerade nicht. Nicht angreifen, da kommen wir unbemerkt vorbei. Geht klar, Sir. Er bewegt sich wieder. Kein Sichtkontakt. Verstanden. Ich halte nach ihm Ausschau. In Bewegung bleiben. Baumgrenze voraus. Ups. Rüber da. Das sieht schon echt stark aus. Ist das mein Fußabdruck? Nö. Ich erwarte zu viel. Oh, hier ist er. Schwer zu erkennen in so einem Ghillie-Suit. Wir bieten uns bessere Deckung, aber bleib aufmerksam. Der Truck mit dem Container ist hier. Sie könnten ihn ins Lagerhaus entladen. Mehrere Bewaffnete im Bereich. Bestätigt. Watcher. Watcher hört. Ist ja abgefahren. Hast du sowas schon mal gemacht? Schon oft, Sergeant. Da hast du noch Windeln getragen. Bleib fair, Kate. Er ging bestimmt schon aufs Töpfchen. Stimmt bis heute. Wir sehen uns deinen Tarnanzug an, wenn das vorbei ist. Deinen aber auch, Captain. Gerne. Das kommt alles in meinen Bericht, Junge. Sehr schön. Wir sind fast da. Direkt hinter diesem Kamm haben wir Sicht auf das Hauptgebäude. Wenn die Raketen hier sind, könnten sie da drin sein. Bewegen uns entlang der Windräder auf den Kamm zu Laswa. Gut. Ihr nähert euch den Hauptgebäuden. Vom Hügel aus könnt ihr sie sehen. Das Wetter ist auf unserer Seite. Nebel. Schlechte Sicht. Das und die Tarnanzüge sollten uns verborgen halten. Das ist gut. Die reden ganz schön viel. Hauptgebäude gesichtet. 400 Meter auf 1 Uhr. Verstanden. Finde einen Platz im Gras. Dann schauen wir mal, wer da ist. Tarkov-Style. Visier und erkunde die Gegend.
Heilige Scheiße, Captain. So viele Ziele. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Benutze deinen variablen Zoom von hier. Das ist weit weg. Ja, bin ich schon dabei, Digga. Nicht schießen. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Ich hab Roger, Distanz-Meter, wir sind bereit. Drin. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fangt mit den Verstreuten an. Verstanden. Dann los, Sir. Nach dir. Ganz allein. Warte auf meine Entfernungsangabe und halte vor dein Ziel, wenn es sich bewegt. Ah. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Es ist nur er. Kompensiere 3,5 Striche für Geschossabfall. Volltreffer. Vorzeitiger Ruhestand. Er ist allein. 3,5 Striche für Geschossabfall. Sauberer Treffer. Nice. Schuss. So, wenn hier noch da ist, auch noch einer. Es ist nur er. 3,5 Striche. Es sind immer 3,5 Striche. Eliminiert. Nicht übel. Er ist ganz allein. 3 Striche. Hab ihn. Noch ein toter Narko. Das dürften die Einzelnen gewesen sein. Da ist auch noch einer alleine. 2 andere können ihn sehen. Suche eine Stelle, um 2 mit einer Kugel auszuschalten. Ja, das, das sind Zivilisten. Sie sind nicht bewaffnet. Wäre der Plan. Was haben Zivilisten hier zu suchen? 2 andere sehen ihn. Suche eine Stelle, um 2 mit einer Kugel zu treffen. Nee. Das wird nix. Kann ich vielleicht von hier? Schalte 2 auf einmal aus. Ich nehme den anderen. 4 Striche. Geil. Das war's für ihn. Lol. Krasser Scheiß. Offenbar taugt der Scharfschützenkurs noch was. Collaterals. Da ist auch noch einer. Er ist allein. 3,5 Striche. Abgekratzt. Schlechter Tag, um ein Narko zu sein. Er ist in Sichtweite von 2 anderen. Kannst du die Stelle wechseln und 2 auf einmal treffen? Ja, kann ich. Alter, wo soll ich denn hier hin? Ah ja. Alles bereit. 3,5 Striche. Ein Todesfall. Verdammt, cool. Guter Schuss. Viel geiler als so eine Clusterfuck-Mission. Muss ich echt sagen. Also das hier ist perfekt. Da haben sie auch, das streckt die Zeit auch ohne Ende. Das sind unbewaffnete Zivilisten, Sergeant. Aber das ist cool. Hier nimmt man sich die Zeit. Weil man voll immersiert ist hier, wenn das ein Wort ist. 2 andere können ihn sehen. Ah, warte. Suche eine Stelle, um 2 mit einer Kugel auszuschalten. Hui. Das ist übel taktisch. Hm. Nee? Reicht noch nicht? Schön auf den Stein, das tut bestimmt gar nicht weh. Da könnt ihr mal sehen, wie krass ich drauf bin. Ein bisschen rüber noch. Bin in Position. 4 Striche. Ausgeräuchert. Genau wie ein Profi. Völlig krass.
Achso, jetzt die noch da. Ne, da muss ich ganz rüber. Da müssen wir ganz rüber. Junge, Junge, Junge. Gut, dass es neblig ist. Der Dolphin Dive, ey. Ich bin bereit. Zweieinhalb Striche. Direkt ins Ziel. Geile Scheiße. Verdammt guter Schuss. Auch unrealistisch AF, aber so ist es natürlich auch schon geil. Lebt überhaupt noch wer? Da. Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Ah, ich hätte vielleicht bei jeder Position erstmal gucken sollen, ob schon welche zusammenstehen. Um ein bisschen Zeit zu sparen. Aber das macht nichts. Jetzt noch mal darüber. Das kriegen wir hin. Hier zwischendurch. Bin dran. Drei Striche. Seine scheiß Murmel nicht sehen. Drei Striche. Ah. Im Ernst, Kai, warst du in der letzten Zeit mal beim Augenarzt? Ah, wein nicht. Sind alle dead. Jetzt haben wir ein bisschen dicht daran. Das Konzept von dem Spiel hier ist sehr, sehr cool. Dass das alles ein bisschen das Gefühl von mehr Freiheit und offenem Gelände gibt. Das ist ja auch nur so ein Gefühl. Das ist ja nicht mal. Ah. Ich den anderen. Zweieinhalb Striche. Na, ah, bei der Arbeit einfach umfallen. Saubere Schüsse. So, noch mehr? Und dass sie nicht kalt werden. Gas, das sind Zivilisten. Tja, dann weiß ich nicht, wo hier noch Leute sein sollen. Da. Ich hab seinen Freund. Zwei Striche. Erwischt. Guter Scheiß. Wir sind sicher. Zeit nach unten zu gehen und einen Weg hineinzufinden. Geil. Schade, dass ich einen Schuss verkackt habe. Gehen wir zusammen. Zwei sind besser als einer, nicht wahr? Negativ. Du brauchst Deckung und ich bin der bessere Schütze, Sergeant. Los jetzt. Roger. Verstanden und bestätigt. Wozu dann die Auswahl, wenn es eh keine Konsequenz hat? Wenn sie Raketen transportieren, sind sie entweder schon lange weg oder irgendwo in diesen Gebäuden. Hoffentlich ist es Letzteres. Das Thermalvisier sieht ja mal nice aus, da. Verdammt, Laswell. Es ist ein weiter Weg. Moment. Gas, von der Rückseite des Gebäudes kommen Fahrzeuge in deine Richtung. Sie haben dich wohl nicht gesehen. Sei vorsichtig. Verbirg dich im Gras. Verstanden.
Wasser, Gas. Sie verlassen die Fahrzeuge. Sie finden dich nicht, wenn du dich nicht bewegst. Wenn du auf ein Feuergefecht aus bist, wirst du es bekommen. Sie tragen Panzerung. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Wo sind die denn hier rum? Keine Ahnung, wo die sind. Ich würde mich gern wie ein Armer umgucken. Jetzt krabbel ich hier durch und der Typ ist direkt vor mir. Als ob sie genau hier langlaufen. Uiuiui. Das wäre aber spicy geworden. Die sind echt close. Boah, Alter, das war übel. Nochmal abzittern. So, haben die sich jetzt hier verpisst? Ich habe keinen Bock jetzt aufzustehen und die... Ja, die fahren da noch rum. Und das war's. Das ist wirklich ein sehr cooles Visier. Tarnung sieht auch nice aus, muss ich sagen, von den Waffen. Auch bei der Sniper eben schon bemerkt. Vielleicht nicht vorne rein. Man weiß ja nie. Also ich muss sagen, die Story hier packt mich viel mehr als die vom Vorgänger. Es ist wirklich in fast jeder Hinsicht ein Upgrade. Genauso will ich eine COD-Kampagne sehen in Modern Warfare. Sich hin, einmal da. Achso, bin fast dran vorbeigelaufen. Liegen die ganzen Leichen schon rum. Natürlich, war ja klar. Das ist ja richtig geil, Digga. Das ist der absolute Spec Ops-Scheiß hier. Da muss ich wirklich mal, also wirklich Respekt an die Entwickler, dass die es wieder hingekriegt haben, wirklich mal eine gute Kampagne zu machen bisher. Also ich will den Tag nicht vom Abend loben, aber wir sind jetzt zwei Stunden, zweieinhalb gleich unterwegs hier in dem Game. Ich schaffe das. Verstanden. An die Arbeit und wachsam bleiben. Alles klar, ich bin dabei. Schmutzig.
Auf dem Dach. Brauche Deckung. Treffer! Scheiße. Oh lol, das ist direkt zur Hölle gegangen, Alter. Ich dachte, ich kann den leise ausschalten, ohne dass die anderen was merken, aber so funktioniert's dann nicht. Ich könnte mal meinen Herzschlagsensor benutzen. Ist hier irgendwo ein Fenster offen? Diese Oberlichter sollten dir die Oberhand geben. Sprichwörtlich. Oberlichter, was? Auf dem Dach. Brauche Deckung. Ach so. Wirf Tränengas in die Lüfte. Setze Tränengas ein. Bereithalten, Captain. Okay, bin bereit. Er ist alarmiert. Scheiße, das tut mir. Noch einen! So. Treffer! Fest am Boden. Bisschen Panic Fire gehabt. Oh mein Gott, Alter, wie viele sind denn das? Ja, das Lagerhaus ist gesichert. Dieser Container ist da drin. Überprüfe ihn und durchsuche das Lagerhaus nach Hassans Raketen. Hätte man vielleicht eleganter lösen können, I don't know. Aber das ist halt genau das. Dadurch ist halt auch wenigstens mal ein bisschen Wiederspielbarkeitswert da. Aha, was haben wir hier? Money. Container, welcher Container? Dieser? Jo. Waffen. Heilige Scheiße. Das ist definitiv ein Außenposten des Kartells. Was ist und fett Kokain, Alter. Tonnenweise Drogen. Das Lagerhaus ist voller Waffen, Pillen, Rohstoffe. Hassan hat tiefe Verbindungen zum Kartell, aber es geht nicht um Drogen. Gibt's wieder eine Diegel? Wir müssen die Raketen finden, wenn sie hier sind. Gas, pass auf. Gepanzerte Patrouillen nähern sich vom anderen Gebäude. Es scheinen 5 zu sein. Benutze deinen Herzschlagsensor und schalte sie durch Kopfschüsse mit deinem Schalldämpfer-Scharfschützengewehr aus. Das mit dem Rucksack ist auch übel nice. Warum sehe ich den nicht? Der ist direkt vom da. Einer weniger. Okay, panzerbrechende Munition, Alter. So viel ist mal klar. Das macht 2. Boah, dieses Geräusch ist ja nice. Pff, crack. Price macht auch was. Genau so muss es sein. Also wirklich fast Perfektion, die Mission hier. Bisschen Freiheit in der Handlung, vordefiniertes Ziel. Die KI in Anführungszeichen macht auch was. Und es ist sauspannend inszeniert. Genau so muss das sein. Na, gucken die hier hoch. Er hat einen Schuss.
Aber ein bisschen riskant jetzt, aber egal. Zählen kannst du. Wirst du jetzt etwa frech? Ich mach nur Spaß, Captain. Wir sollten lachen, solange wir es noch können. Oh, die TVs haben sich gleich hingelegt. Ja, Ma'am. Komm mir nicht mit Ma'am. Ich bin immer noch schneller als du. Kein Kartell mehr im Gebiet. Alle tot durch plötzliches Loch im Kopf. Ich will wissen, ob es dort Raketen gibt. Muss das mal auf Englisch spielen? Gleiches Spiel, Gas. Du kannst reinstürmen, die Oberlichter nutzen oder Tränengas einsetzen, um sie in die Flucht zu schlagen. Frag mich jetzt nochmal so trotzdem, wie das mit den Oberlichtern gemeint ist. Wahrscheinlich kann man da irgendwie rauf? Wird das gerade immer dunkler oder bilde ich mir das ein? Als ob man wirklich in den Abend rein. Könnte ich auch echt absolut täuschen. Es war ja vorhin schon so neblig. Du hast Ladungen für die Türen, wenn du sie brauchst. Ach du Scheiße. War das hier überhaupt eine Tür? Nee. Mach auf der Seite mal ein Ablenkungsmanöver. Ach komm, scheiß drauf. Kann ich hier irgendwie hoch? Nice. Okidoki. Die Scheibe ist. Wir kombinieren das einfach. Wichser. Schütze eliminiert. Ach, der meint wahrscheinlich die Scheiben. Mit Oberlichtern die Dinger hier. Oh mein Gott, Alter. Das Dach leckt. Was hast du gesagt, Alter? Wär mal nicht frech hier. Man ist direkt hier hinter. Kann man hier die Lichter auch ausschalten? Der stolpert da drin volle Elle rum. Ach, hier gibt's überhaupt gar keine Eingänge hinten. Krass. Getroffen. Ja, der ist rausgestürmt. Bruthaus ist sicher. Keine Container, die groß genug für eine Rakete sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Seh dich um, vielleicht findest du was. Okay, bin dran. Ja, hier sind doch noch Ziele. Zum Henker. Hier stinkt es bestialisch. Es ist eine Brutfabrik für Fische. Jetzt weiß ich, wieso du mich allein losgeschickt hast.
Price ist halt der Fuchs, Alter. Achtung, das hier ist nicht wie der andere Raum. Hier gibt's wirklich Fische. Was hier? Money. Ja, also es ist auf jeden Fall jede Menge Drogen, ne? Watcher on gas. Hast du was gefunden? Ist viele Drogen, Alter. Negativ. Such weiter. Oh, da war ein kurzer Hänger. Das lag nicht an euch, das lag an mir. Jetzt habe ich fischige Füße. Könnte Papierkram sein. Akten, Karten, Computer. Ja, witzig. Wie sieht es an der Küste aus, Laswell? Alles ruhig. Heißt aber nicht, dass nichts vorgeht. Heißt nur, dass wir es nicht sehen. Genau was für die CIA. Du sagst es. Hier liegt nix. Hier liegt auch nix. War ich in der Mitte vom Raum schon? Da ist aber auch nichts, ne? Nee. Ach, hier. Guck mal da. Hab was gefunden. Was? Blaupausen. Hinter diesem Ort steckt mehr als vermutet. Da sind Tunnel unter dem Leuchtturm. Dann sollten wir zum Leuchtturm. Wir treffen uns draußen. Verstanden. Naja, der Leuchtturm. Was schießt denn da? Hä? Lol, what the fuck? Was denn jetzt? Der rennt außerhalb des Boothauses, Sergeant. Der rennt aus so einem Streuner rum, der auf mich schießt, Price. Ja, bitte Schussfreigabe. Ich habe ihr Schweigen mal als Schussfreigabe gewertet. Bin unterwegs, Sir. Nutzen Sie die Zeit, um sich die Ohren zu putzen. Durchs Tor. Verstanden. Finde einen Weg hinein. Wir müssen wissen, ob Raketen in diesen Gebäuden versteckt sind. Jungs, weiter. Wir sind ein kleines Team. Ich bin echt froh, dass sie das schnell unbequem geiler gemacht haben als beim letzten Mal. Nichts zu suchen, sonst wären wir mehr. Wirklich auf die Stärken reduziert hier. Das Kartell alle Kämpfer mobilisiert hat. Rechne mit starkem Widerstand. Dank des Nebels und der Tarnanzüge werden sie uns nicht kommen sehen. Erkundungsscharfschütze. Das ist dein Ding, Captain. Wie Fahrradfahren. Bravo an Watcher. Das war ja bei Ghosts, glaube ich, auch so, ne? Eine Kampagne. Und überhaupt, glaube ich, auch bei vielen Black Ops-Kampagnen, die ich gespielt habe. Dass das eher so ein Mini-Truppengeballer ist. Sie tragen Panzerung. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Alter, wie lang die Mission ist. Diesem Ziel entfernen und vorrücken. Mhm. Schalte ihn aus. Ich nehme den anderen. Zwei Striche. Das war's. Wir haben's noch drauf. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Zwei andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel auszuschalten. Da haben sie auf jeden Fall jetzt hier eine Mechanik wieder, die sie geil finden, reingebracht. Sichtweite von zwei anderen. Okay. Der andere ist weg. Er gehört dir. Mist, er hat einen Schuss gehört. Das ist schlecht. Sie ziehen sich ins Innere zurück. Auf die Fenster achten. Schütze eliminiert. Sir, sie schießen zurück. Ruhig bleiben, Position halten. Das
ist wirkungslos. Sie sehen uns nicht. Du rückst zum Fuß des Leuchtturms vor. Ich gebe dir von hier Deckung. Ja, gefällt mir besser, als jetzt alles wegzusnipen. Beim ersten Mal warst du so gut. Bravo an Watcher. Sergeant Garrick rückt zum Leuchtturmgebäude vor. Ja. Gas. Ich hab's lieber dreckig. Da unten tut sich was. Ach, jetzt kommen sie nochmal suchen. Ist ja mega geil, dass sie das so komplett reingebaut haben hier. Nicht nur so gescriptet, in Anführungszeichen, sondern überall. Wir suchen jetzt überall. Krass. Alter, sind das viele. Was geht ab? Captain, diese Typen sind nicht vom Kartell. Laswell, hörst du das? Bestätigt. Was war das denn? Die gehen halt auf mich zu, seltsamerweise. Weiß nicht. Muss Al-Katala sein. Hassans Männer. Das ist ja völlig dumm, dass die halt wie so True Cruise Missiles auf einen Zug gehen hier. Eieieiei. Ah, die sprechen Arabisch. Diese Geräusche um einen rum, das macht einen völlig wahnsinnig, um man traut sich nicht umzudrehen. Wäre halt geil, wenn man die hier einfach wegmessern könnte. Nice, Alter. Krass, die sehen dann wirklich nicht. Wie geil ist das denn? Danke. Es ist einfach nicht vorgegeben. Man kann einfach machen. Du kannst auch einen Mix spielen. Das ist sehr, sehr geil. Oder lief. Der Leuchtturm ist von mehreren Gebäuden umgeben. Geh dahin und überprüfe sie. Wie gut der Price auch geschossen hat dann in dem Moment, wo der mir zu nahe kam und so. Also wirklich cool gemacht. Das gefällt mir sehr. Grafik jetzt gerade? Schlecht. Boden schlecht. Steine schlecht. Das sieht schlecht aus. Die Straße sieht schlecht aus, wie die hier reingepflanzt ist. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ist ein gutes Spiel, aber... Das schwankt doch sehr. Wahrscheinlich, wenn das Level größer wird, weil sie dann wieder ausrückt sich auf die Konsolen. Alles ein bisschen... entschlackt haben. Kann ich die Karre benutzen? Nee. Oh, die haben die Dudes erledigt hier? Oder waren wir das? Nee, wir waren das, glaube ich, nicht. Okay. Bin da. Das ist wirklich nice, wie groß auch hier dieses Gebiet ist. Und wir sind jetzt die ganze Zeit hier. Wir sind also ohne Ladebildschirm durch das ganze Level gesneakt und alles bis jetzt hierhin. Das ist schon nice. Also das ist für Call of Duty-Verhältnisse extrem nice. Wirklich eine saucoole Mission. Aha, aha. Da sitzen also zwei. Und selbst wenn das jetzt in der Theorie hier immer das gleiche ist, du hast oben die Fenster, die Türen, das Endoskop, du kannst es trotzdem immer anders machen. Wieso haben die ihren Strom abgeschaltet, die Trottel? Und wieso läuft er trotzdem noch? Weiß man das? Was ist das hier eigentlich?
Komplett schwarze Fenster, ey. Jetzt geht die Endoskop-Kamera, okay. Kann ich da überhaupt durchschießen? Hört sich an, dass aber umgekippt ist. Ja, nice. Geht. Wir haben andere Möglichkeiten, reinzukommen, Sergeant. Anderen juckt's gar nicht. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Nee, lass mich mal machen, mein Junge. Ich schaffe das. Auf dem Dach. Brauche Deckung. Hä? Der lebt ja noch. The fuck? Schon sehr nice auf jeden Fall. Okay, nehmen wir noch schön ein bisschen Money. Fucking gepanzerte Fotzenköppe, Alter. Hab noch einen. Völlig abgefahren. Innenraum sicher. Du musst die Garage sichern und durchsuchen, bevor du vorrücken kannst. Okay, bin dran. Oh, hier ist nix. Ach so, die Garage. Okay, das ist ganz anderes. Ja. Okay, vielleicht bin ich direkt ein Gebäude zu weit nach vorne. Okidoki, so, das sieht mir nicht nach einer Holztür aus, also da kann man vielleicht nicht durchschießen, obwohl mit, das täuscht, ne? Also man denkt immer, man kann durch Sachen nicht durchschießen, auch hinter Autos und so, ist eigentlich überhaupt gar keine gute Deckung. Assassin's Creed? Warfare. Als ob der Wichser mich sieht. Tod von oben. Oh mein Gott, Alter. Er pusht halt absolut hart. Das war gut knapp, ey. Garage sicher. Sir? Der ist da reingeglitscht von der Granate. Ich hab was. Kisten und Koffer. Alles russisch. Was ist drin? Sie sind leer. Frisch ausgepackt. Russland unterstützt den Iran. Vielleicht helfen Sie Hassan auch direkt. Das wird immer größer, John. Bleib da, Gas. Ich stoße zu dir. Wir müssen einen Weg in diese Tunnel finden. Scheiße. Der Preis. Ey, die Mission geht 50 Minuten schon. Das ist ja wohl die längste COD-Mission aller Zeiten, ey. Geil. Das ist, also muss ich ehrlich sagen, finde ich wirklich gut gemacht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Verstanden. Suche einen Weg in diese Tunnel. Digga, was ist los? Vielleicht
Er rennt einfach durch die Tür, was geht ab? Findet den Tunneleingang, Jungs. Vor allem, wie perfekt das Timing ist. Lol. Er rennt einfach durch. Oh. Ich hab hier vielleicht was, Captain. Hilf mir mal, okay? Ich schiebe, du ziehst. Okay. Das hat er jetzt gerochen, dass dahinter was ist. Aber ja, trotzdem. Also auch wenn so ein Bug passiert, ist es egal. Aber Alter, also... Das, auch selbst den KI-Ausrutscher, der jetzt einmal vorgekommen ist, kann ich verzeihen. Weil das ist einfach wirklich gut gemacht. Das ist einfach eine wirklich bisher schön solide Kampagne. Prisosaurus Rex wieder hart am Abgehen. Im Gegensatz zu mir. Alter vor Schönheit. Alter, die Grafik sieht so nice aus, diese Lichteffekte. Was Licht und Schatten und so ausmachen, ne? In so Games. Wenn du hier jetzt die Helligkeit einstellst, würdest du sehen, dass die Wand hier total beschissen aussieht. Aber es ist scheißegal. Lichteffekte, Spiegelung, regelt alles. Das ist wirklich cool. Ganz schön weitläufig. Muss zum Wasser führen. Scheiße, ey. Das wäre ja was für mich. Kate, ich bin in den Tunneln. Sie führen zur Küste. Alles okay? Die Boote nähern sich weiterhin. Bisher kein Ärger. Das gefällt mir nicht, Kate. Ich war schon mal in solchen Höhlen. Das ist krass. Du solltest nicht allein da draußen sein. Bin ich nicht. Ich bin bewaffnet und kann kämpfen. Das ist jetzt wieder so eine Ecke, wenn man jetzt nichts macht, steht er jetzt hier einfach im Kugelhagel. Das ist jetzt bisher nicht schlimm, ne? Ich sag's jetzt nur mal, damit man es mal sieht. Genau das hier sollte eigentlich nicht passieren. Das wird in jedem Playtest sofort auffallen, den man vernünftig macht. Deswegen war das auch auf Ultra-Realismus so krass. Das kann natürlich auch sein, dass ich es ganz anders sehen würde, weil die Gegner dann wahrscheinlich nur auf den Player geiern. Sieh dir das an. Schwierig. U-Boot. Was zur Hölle? Kartelle nutzen sie für den Transport. Da passt eine Rakete rein. Gerade so. Aber das Ding schafft's nie über den Atlantik. Exakt die gleiche Knarre ohne Tarnung, Leute. Wir sind in einer Höhle direkt vor der Küste. Keine Wachen, keine Raketen. Verstanden. Bin direkt gegenüber. Ich habe hier Probleme, John. Okay, wir kommen. Gas, richte deine Waffe aufs Meer. Was ist los? Boote nähern sich. Sieht aus wie Alcatala. Sie haben Waffen. Kontakt! Greife an! Schild! Ich sehe halt nichts. Stehe ich scheinbar scheiße. Scheiße! Sie entern! Laswell! Fuck! Scheiße, ich sehe nicht, was da los ist! Sie haben sie umzingelt, kein Ausweg! Alcatala ist an Bord, sie wollen das Boot oder mich! Noch voll stark! Noch voll stark! Ender Lenny Stadtlammer! Rodoha! Rodoha! Jalla Juan! Rodoha Halla! Hallan! Warte, Wimmer! Ente Halla, Sajin! Hey, was? Wo? Eben war sie doch zu sehen. Sie haben sie, Captain. Sie haben Laswell. Wir müssen verschwinden und mit Shepard reden. Gut, das war jetzt wahrscheinlich eh geplant vom Skript, aber ärgert einen trotzdem immer, wenn man jetzt habe ich die Hilfe braucht. Wir müssen Laswell zurückholen. Los geht's. Nur meine Missionsbewertung wird nicht die höchste sein. Ich bin ein paar Mal Hard Potato. Aber das, also die muss ich irgendwann nochmal auf Ultra-Realismus durchspielen. Lebenszeichen. Woher stammt das? Usikstan. Da. Sie fahren nach Osten. Vermutlich nach Almazra. Sind Sie im Untergrund, verlieren wir Sie. Wir führen das Team an. Das werden Sie nicht tun, John. Wiederholen, General. Das ist ein Tauziehen, Jungs. Wir müssen zurück, nicht nach vorn. Seit wann? Seit jetzt. Wir schicken nicht gleich die Kavallerie. Diese Dinge brauchen Planung und Vorbereitung. Diese Dinge brauchen Gewalt und Timing. Ich kann beides. Kates Leben rennt euch eine Sanduhr. Ich weiß, Sie sind sauer, Captain. Es war auf Ihrer Mission. Und das ist schwer zu akzeptieren. Sollen wir sie etwa aufgeben?
Ich sage nur, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber ich halte Sie auch nicht auf. Aha. In 12 Stunden ist sie zurück. Sterben Sie nicht, John. Laswell würde das nicht wollen. Und ich auch nicht. General, ich dachte, Kate wäre eine Freundin. Krieg kennt keine Freunde. Er kennt nur Feinde. Viel Glück. War is hell. Wir sind in ihrem Revier. Da werden Hunderte sein als Wachen für Laswell. Es fehlt eine Armee. Die kann ich besorgen. Nick! Na, ja, willkommen zurück in Usikstan, Alter. Commander, Alcatala ist hier. Okay, ich sehe sie. Thora. Du fährst zum Sammelpunkt. Wir sehen uns da. Ja, ma'am. Captain, die Zeit ist reif. Roger. Landung in 1. Nick, Konvoi ist unterwegs. Es geht los. Ich finde das hier ganz cool, dass er, wenn sie auf Game-Grafik stellen, trotzdem die schwarzen Balken oben und unten packt. Dadurch wirkt der Übergang zwischen Video und Gameplay viel flüssiger. Also viel. Es passt einfach besser zusammen. Das ist minimal, aber das macht was aus. Finde ich. Hey, alter Mann! Hara, danke für die Hilfe. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und einen Freund in Not. Bereit? Alles bereit. Wir sehen uns auf der Straße. Alle Stationen. Wir sind unterwegs. Bestätigt. Verstanden. Nick, grünes Licht. Na, fahren die Balken weg und du bist drin. Das ist saugeil. Jack. Oh, wie cool. Schöne Helikopterschützenmission. Bestätigt. Nick, nutze die Schlucht als Deckung. Wir haben nur eine Chance, Laswell zu retten. Roger. Ach, ich kann mich sogar bewegen, Leute. In welchem Fahrzeug ist sie? Alcatala hat sie in einem schwarzen SUV im vorderen Teil des Konvois. Zuerst greifen wir die Begleitfahrzeuge an, dann sichern wir Laswell, bevor Akku die Grenze erreicht. Wie geil das ist, Alter. Auf eure Ziele, auf der Straße sind auch Zivilisten. Das ist ja völlig nice. Wir sind in Reichweite. Alle einhalten, Feuer frei. Jetzt los, El Jumbo. Jetzt wissen sie Bescheid. Kann man nicht die Reifen zerschießen? Doch. Also Reifen scheinen auch kugelsicher zu sein. So durchaus. Da war ausgeschaltet. Das ist geil, Alter. Eine Verfolgungsjagd vom Heli aus. Geiler als vom Auto auf jeden. Wie ab die gehen. Wobei das natürlich. Oh. Was zum Teufel? Wobei man sagen muss, das ist schon wieder so typische Call of Duty Moorhuhn-Nummer hier, ne? Aber wenigstens cool gemacht. Wie soll man denn das machen? Okay, das war gar nicht möglich. Wollte gerade schon sagen. Wow.
Ja, und du bist tot. Boah, ja, ist klar. Ach, ich baumel noch am Seil, Leute. Ich dachte gerade schon, was geht ab. Ich bin nicht tot, Nick. Ich hänge an einem verdammten Seil. LOL. Wow, okay. Läuft. Das ist abgefahren. Okay, das ist wirklich cool. Wow, Junge. Entzündlich beschäftigt, Captain. Okay, okay. Alright, 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 alright. Alter, das irritiert mich total, über Kopf zu kämpfen. Alter. So, wo sind die Feinde? Achso. Hör, kann ich nicht. Du musst dich losschneiden. Zing. Ich bin frei. Zurück in den Kampf, Sergeant. Der Konvoi hängt uns ab. Wir müssen uns beeilen. Achso, ich fahr selbst. Ich habe ein Fahrzeug. Kannst schon lenken, bevor es mir überhaupt gehört. Ah, geil. Man fährt jetzt einfach mal selber. Verstanden. Was ist deine Position? Wir holen auf. Hat er nicht seine Waffe eigentlich verloren? Achso, das ist eine andere, okay. Man kann, glaube ich, kann man lenken? Nee. Ah, okay, cool. Also das Ding fährt nicht einfach so. Man muss schon wieder rein dann. Selbst wenn man sich rauslehnt. Ups. Ja, Mann, nix. Die Kugel kriegt die schon wieder raus. Das ist tatsächlich sehr cool gemacht. So, Verbündete? Nee? Okay, nice. Hä, was? Wieso schießen die denn auf mich, wenn das Verbündete sind? Ich habe ein Fahrzeug. Der Akku-Konvoi ist noch in Sicht. Verstanden, Gast. Zünde weiter die Herde aus und dring zu Lesbo vor. Ich schicke mehr Soldaten, Sergeant. Ich kann mir wahrscheinlich sogar noch ein anderes Auto krallen, wa? Was ist deine Position? Wir holen auf. Exende. Kann ich hupen? Friendly Hooper und so? Hä? Wieso schießen die auf mich, wenn es Verbündete sein sollen? Oh, scheiße. Okay, ja, interessant. Also, man muss sagen, sie sind halt von ihrer absoluten Standardformel hier schon wenigstens mal ein gutes Stück abgewichen. Ja, ich sehe sie. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf im Ultra-Realismus, bin ich ehrlich. Verdammt! Farahs Freunde wurden gerade getroffen. Wir sind zum Kämpfen hier, Sergeant. Konzentriere dich auf den Feind und finde Laswell. Die Maus ist so schnell, wenn man Außenansicht hat. Kann ich den einfach von der Straße ran, den Ficker, Alter? Auf den Wagen übernehmen. Das wäre natürlich Porno. Nick, was siehst du? LMG voraus. Naja. So geil, dass man schon lenken kann, bevor man überhaupt drin sitzt, ey. Na, da wisst ihr ja schon, welche Fahrzeuge ihr in Warzone 2 kriegt. Oh mein Gott. Ja, Bruder, ist okay. Wieso hältst du an? Digga, weil die Physik gerade völlig am Abkacken ist. Ich hab grad aus Versehen tatsächlich einen Zivilisten ermordet, wie es aussieht. Egal, ne? Der hat mich halt einfach komplett nach hinten geschoben mit meinem 40-Tonner hier. Das ist der 40-Tonner, aber egal.
Okay, ja, die Physik ist halt Müll gerade. Na, schmeckt dir das, du Pimmel? Was machst du mit dem Panzer, der Hund? Spannend, Alter, wie weitläufig das hier auch ist. Meine Karre ist gleich im Arsch. Ist auch geil, dass die natürlich wieder Explosivfässer durch die Gegend fahren, zufällig in ihrem Konvoi. Darauf. Oh mein Gott! Der wird da weggeschoben. Ich wollte gerade rüberspringen, da sehe ich, dass der abdriftet. Okay, wenigstens ein grundsolider Speicherpunkt hier. Ich bin dead. Ja, die LKWs sind viel zu langsam. Verfolge den Konvoi nach Norden. Verstanden. Bleib an ihnen dran. Wir kommen zu dir. Yes, Dick. Meine Speer melden eine Akku-Straßensperre voraus. Bestätigt. Ich sehe sie. Du wirst sie rammen müssen. Durchbrechen. Töte so viele wie möglich. Machen wir ihnen Angst. Bitte nicht, Jungs. Nick, ich bin durch. Verstanden. Stell dir vor, man könnte das so machen. Verlassen. Was zur Hölle ist das? Akku setzt Minen auf der Straße ein. Wow. Das sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Akku brennen. Ich bringe Streichhölzer mit. Minen voraus, Sergeant. Haut so einen Witz machen, nachdem gerade 40 Zivilisten dead sind. Wo kommen diese Minen her? Oh, Wachs sind auf jeden Fall am Start, Alter. Boah, shit. Oh, shit, Alter. Okay. Akku trifft Zivilisten. Wir müssen den Truck ausschalten. Achso, da, ja. Problem ist gelöst. Fixer. Unfassbar. Schön, man schaltet den Fahrer aus, nichts passiert. Man sollte vielleicht auf die Straße gucken. Könnte helfen. Das sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Akku brennen. Bringe Streichhölzer mit. What the fuck? Bin noch da. Noch so ein Treffer, das war's für dich. Ja, tut. Ich hab die Mine eben nicht mal gesehen. Oh shit, ey. Das sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Akku brennen. Das ist genau diese Art von Level, auf die sie hätten verzichten können. Finde ich einfach. Also es ist nicht schlimm, ist jetzt keine schlimme Passage oder so. Aber die ganze Kampagne war bisher so ein richtig schöner taktischer Realismus. Und jetzt hast du hier den absoluten James-Bond-Film. Aber nachdem du LSD eingeschmissen hast. Mein Gott, Alter! Ich hatte es schon, Alter. Ich hatte sie schon platt. Wie habe ich das bloß beim ersten Mal gemacht? Problem ist gelöst.
unterwegs sind. Oh. Was für Stinkstiefel, Alter. Wo fahren wir denn hier rein in den Sturm? Die Geräusche, Alter, spacken auch völlig ab. Ja, diese Fahreinlage hier ist halt jetzt so ein richtiger Einheiten, was ist euer Status? Quark. Nicht schießen, Sergeant. Ich bin im Truck hinter dir und dabei zu überholen. Bin gerade an der Straßensperre vorbei. Gas! Captain! Alcatala hat Verstärkung. Du brauchst mehr Feuerkraft. Hüpf rein, Sergeant. Los geht's! What happened? Mein Auto ist auf einmal stehen geblieben. Alle Einheiten, was ist euer Status? Nicht schießen, Sergeant. Ich bin im Truck hinter dir und dabei zu überholen. Schwupp, da ist er. Ja, weil Captain Price kann natürlich nicht ausweichen. Alle Einheiten, was ist euer Status? Nicht schießen, Sergeant. Ich bin im Truck hinter dir und dabei zu überholen. Bin gerade an der Straßensperre vorbei. Gas! Captain! Ach so, die wollen, dass man... Du brauchst mehr Feuerkraft. Hüpf rein, Sergeant, los geht's. Schön, dich halt wiederzusehen. Nimm den Granatwerfer. Ach, wie cool. Schweres Kaliber, Captain. Was jetzt? Wir kommen Leswell näher, also ändern Sie Ihre Taktik. Inwiefern? Wir haben Sie gejagt. Jetzt jagen Sie uns. Sollen Sie nur. Sollen Sie es versuchen. Da hinten. Das ist Pfarrer. Wir sind komplett. Bringen wir es zu Ende. Captain, Alcatala kommt uns entgegen. Sie versuchen, uns einzukesseln. Das werden wir verhindern. Komm, Pfarrer, aufpassen. Gas, greif sie mit dem Werfer an. Verstanden, bin dran. Direkter Treffer. Schön ausräuchern, die Penner. Guter Schuss. Hab ihn erwischt. Gut gemacht. Was schießt er? Captain, der Konvoi biegt nach links ab. Wir nehmen eine Abkürzung zur Grenze. Verstanden, Nick. Bleib an ihm dran. Passt hinten auf. Ausschalten. So. Fahrer, bleib dran. Ich hatte ein bisschen Bammel, dass das wieder irgendwelche Zivilisten sind. Feuer weiter auf diese Fahrzeuge. Ups. Sorry, nicht gesehen. Das ist den Akkulaster. Oh oh. Ich habe gleich keine Munition mehr. Siehst du Leswells Fahrzeug? Ja, Captain, aber da sind jede Menge Alcatala zwischen euch. Überlass das uns. Verlier sie nicht, Nick. Sechs Ende. Akus beste Soldaten bewachen Lastwelt. Wir kommen näher. Wir müssen uns verteilen. Gas, schnapp dir ein Fahrzeug. Fing so stark an im Helikopter, ey. Ruhig, Gas. Wir brauchen diese Fahrzeuge fahrtüchtig. Übernimm ein anderes Fahrzeug, Gas. Wir müssen uns verteilen. Langsam, Sergeant. Wir brauchen Fahrzeuge, um dich zu Laswell zu bringen. Und nochmal selber fahren. Das ist jetzt halt genau der Part, wo es... Also ich persönlich finde es langweilig. Ich muss es leider so sagen. Wie gesagt, tut der restlichen Experience absolut keinen Abbruch. Aber ich finde, sowas hier ist einfach maximal overrated. Ist mir zu brain dead. Aber das ist halt COD. Also das ist halt, das ist der absolute Arcade-Mode gerade. Den sie gerade eben so schön eliminiert hatten bis jetzt. Sie konnten es nicht lassen. So eine absolute... Lol. Okay, nice. Ich werde einfach weggerammt. Klar. Macht Sinn.
Macht natürlich Sinn, dass sie mich wegrammen, aber... jetzt natürlich nicht kommen sehen. Haben wir uns den Wichser hier. Oh, egal. Einfach F-Spam, dann wird das schon. Er lebt noch. Ist auch viel zu lang, die Passage. Schön die Autos als Deckung benutzt. Und ich finde es nicht mal schlecht gemacht. Also es fährt sich auch okay und alles. Das ist mein neues Taxi. Alle Einheiten. Akku setzt vor uns Bombendrohnen ein. Verstanden, Nick. Ja. Wie ist Akku an Bombendrohnen gekommen? Major Hassan. Ja, ich bin nur den Tippo. Ein Abel mit Sammer. Ich sehe sie! Direkt vor uns! Oh oh. Schalte sie schnell aus, sonst sind wir geliefert! Natürlich. Von diesen absolut immersiven, turbogeilen Missionen zu einem absoluten Computerspiel. Also, ich kann es nicht anders sagen. Es ist halt 100% Arcade-Mode-PC-Game gerade hier. Ich finde heutzutage so eine Passage einfach nicht mehr nötig. Ich meine, die Games haben die alle. Auch Battlefield hat so einen Schmutz ewig drin, wenn sie eine Kampagne denn mal machen. Wobei ich auch da sage, muss auch nicht. Aber die haben also sehr, sehr starke... Feindliche MTV vor uns. Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTV. Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst. Verstanden. Keine Probleme, mache ich so. Ach so, den soll ich, okay. Ja, also das ist halt, ich find's schade. Weiter geht's, lass dich nicht treffen. Wow, Omin, hallo. Ach so, der zeigt immer vorher an, wo er gleich hinzielt. Sergeant, du musst näher an diesen Händen ran. Ich bin in Position. Als aber. Gleich auf den MTB! Lass die reine Ladung und verschwinde, Verdammt, Sergeant! Mein Auto ist jetzt noch dahinter, oder was? Was ist denn das Geräusch, Alter? Ladungen platziert! Links, spring rüber! Das ist halt so over the top, Alter. Ja, ich weiß nicht. Es wird seine Anhänger finden. Aber das ist auf jeden Fall ein absoluter Part, der hier durchaus nicht hätte sein gemusst. Aufpassen! Laswell und Nikolai sind vor uns. Verstanden. Das ist für mich einfach völlig unsinniger. Endlich darf ich wieder laufen. Das ist halt viel zu lang. Die Passage. Hier haben wir wieder das Kernproblem. Das ist halt einfach genau das Kernproblem, was man hier gerade sieht. Wow, will er jetzt einen Orden? Was man da gerade gesehen hat, ist mein Kernproblem mit den Kampagnen von COD, beziehungsweise all diesen Games. Und natürlich dieser ganze Part hier gerade, der für mich persönlich gerade dieses Spiel, was ich bis eben fast nicht ein Stück hätte kritisieren wollen, leider direkt etwas kritisieren muss und sagen muss, das macht's gerade einfach schlechter. Für mich macht es das objektiv einfach zu einem schlechteren Game.
subjektiv meinen natürlich. Aber eigentlich auch objektiv, weil es ein kompletter Stilbruch von dem ist, was wir bis eben gespielt haben. Nicht schlimm, nicht weltbewegend, aber ich finde ein Fehler, der durchaus vermeidbar gewesen wäre. Der Part hier, durch die Autos durchkämpfen, ist absolut in Ordnung. Außer natürlich die typischen KI-Probleme. Muss dich leider mal verkloppen, du Wichser. So, jetzt sind wir eh durch. Na, hat sie schon einen ermordet? Na klar. Hat das Auto schon übernommen. Kontrollieren. Sicher. Zelt. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ein Familientreffen. Sieht so aus. Fahrer. Nette Moves, Laswell. Gleichfalls. Ihr alle. Wir sind in Al-Masra. Hier ist es nicht sicher. Abmarsch. Der Kapitän hat recht. Irjal al-Hadud. An der Bekämpfen al-Hrasa. Ja. Das war auf jeden Fall eine Mission. Fahrer, danke. Das war ich schuldig. Es war ihr andersherum. Dann sind wir quitt. Hoffen wir auf das Glück. Bis demnächst, Captain. Charlene, nicht bleib im Haus! Es tut mir leid, ich konnte sie nicht... John, ist schon Nein, gut. Das war meine Schuld. Ich hätte sie John, hör auf. Alles gut. Okay. Wir haben größere Probleme. In Spanien gab es keine Raketen, nur die Leitsysteme. Leitsysteme? Wo zur Hölle haben sie die her? Russen. Und wo sind sie jetzt? An den Raketen. Und außer Hassan weiß nur eine Person, wo wir sie finden. La casa de sin nombre? No. Uno de sus lugartenientes. Ein Kartell-Lieutenant. Ganz genau. Du lernst dazu. Meine Quellen sagen mir, alle VIPs in Las Almas werden da sein. Ein paar auf Einladung und andere... Auf Ansage? Ja. Warum treffen sie sich? Nosotros. Las Almas, es brennt. Und sie wollen den Brandstifter. Sin Hombre wird da sein, ja? Keine Garantie. Aber das ist die beste Chance. Nutzen wir sie. Ich habe genug Shadows hier, um das ganze Land zu besetzen. Ich hätte Einwände. Ich meine ja nur, ein Haus ist kaum ein Problem. Wir brauchen Sin Hombre lebend. Dann treffen wir uns mit ihm. Wie? Sie kriegen, was sie wollen. Infos. Sie wollen wissen, wer hier ist? Bitte sehr. Persönlich. Korrekto. Einer von uns geht rein, findet den Boss und holt ihn raus. Ich tue es. Da drin bist du so gut wie tot, Hermano. Das gehört zum Job. Der Marschflugkörper muss um jeden Preis aufgehalten werden. Ich biete Daten für ein Treffen mit Sin Hombre. Und wenn er da ist, gehört er uns. Órale. Tienes huevos, cabrón. Aber alleine gehst du unter. Ich gehe mit. Ich überwache euch. Shadow kreist im Heli über dem Ziel. Alles klar. Sie werden Beweise wollen. Zeig ihnen das. Ruft, wenn ihr mich braucht. Okay, dann machen wir uns startklar. Tun wir doch dann wahrscheinlich eh. Shadows auf Position. Okay, alles bereit hier. Sehe Platz zum Landen auf dem Dach. Check. Zwei Wachen im Blick am Vordereingang. Alejandro, wie läuft's bei dir? Un vaquero drinnen. Verdammt, wie hast du das gemacht? Mit Gewalt. Ich sehe sie. Ich sehe Soap. Ich hab keinen Überblick. Sehen Sie ihn? Ja, jetzt schon. Ich sehe ihn. Hoffe, er ist in der Nähe. Sie führen ihn ab. Der Junge hat Eier. Hoffentlich packt er es.
Alejandro, wie hast du... Keine Zeit. Hör zu, gib ihnen da drin gute Infos. Lüg nicht. Sag ihnen alles, was sie wissen wollen, sonst stirbst du hier. Ihnen alles sagen? Alles. Mexikanische Spezialeinheiten, amerikanische Söldner, Cedo Company, Philip Graves, die ganze Wahrheit. Sogar deinen Namen? ¿Es este? Sí, señor. Wie heißt du, Hero? Man nennt mich Soap. Was ist mit dem Schatten los? Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Gehen wir. Ich glaube, die Leute, die den Untertitel geschrieben haben, wussten nicht, wann Spanisch gesprochen wird oder nicht. Du lebst nur, weil du vielleicht Informationen für uns hast. Hoffentlich sind sie gut, Guerrero. Sonst skalpiere ich dir gleich den Hero vom verfickten Kopf. Scher dich aus meinem Aufzug. Das ist mein Haus. Was ein Bisschen. Triffst den Boss erst, wenn ich es sage. Alter. Halt die Klappe, bis man dich fragt. Und más importante. Sag die scheiß Wahrheit. Denn wenn du lügst, bist du Hundefutter. Was zum Teufel wird das hier? Ich bin seit Tagen wach. Der Boss sagt keine Drohung. Ja, Diego, ich will mich nur wach halten, okay? Befolge die verdammten Regeln! Autsch. Der Schmerz hält dich wach. Zurück an die Arbeit. Los Almas ist im Krieg. Du willst gewinnen? Dann gehorche. So überlebt die Organisation. Und deswegen ist der Boss heute hier. El Sin Nombre ist hier unten? Nein. Sin Nombres persönliche Sicaria ist es. Valeria, hay uno más. Un gringo. Setz dich. Ach du Scheiße, ey. Wer ist das? Er heißt Soap. Er kommt zu uns. Soap? Sicher? Und du lässt ihn rein? Einfach so? Sagt, er hat Informationen. Pendejo de mierda! Wir kennen ihn nicht und er sieht unsere Gesichter! Valeria, ich bin sicher, er könnte uns helfen. Er weiß bestimmt etwas. Hast du erstmal abgekratzt in seiner Plastiktüte? Das will ich doch wirklich für dich hoffen. Denn sonst töte ich ihn und dann sitzt du auf dem Stuhl. Niños! Es ist simpel. Ich stelle Fragen und ihr sagt die Wahrheit. Lügt mich ja nicht an. Würde mir nicht im Traum einfallen. Wir haben neulich einen Freund in den Bergen versteckt. Dann rief uns jemand an. Wer? Todo un caos, no vi. En español no es gringo. Ich glaube, es war ein anderes Kartell. Jetzt du, Blanquito. Wer rief uns an? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es war nicht das Kartell. Es waren mexikanische Spezialeinheiten. Wir fanden die Leichen. Fuerzas Especiales. Nun, wie weiß ein Außenstehender von den mexikanischen Spezialeinheiten und du nicht? Vielleicht war er da. Du warst dort, Arschloch. Vielleicht war er es auch. Die Spezialeinheiten wurden von Außenseitern unterstützt. Wer war das? Wir haben sie gehört, einige auf Englisch. Sie waren mit Gringos, wie ihm. Amerikanische Söldner namens Shadow Company. Das Vaqueros arbeiten mit Söldnern zusammen. Esas pinches viboras. Siehst du? Ich hatte recht. Es waren die Gringos.
Du stirbst jetzt, glaube ich. Hast du Beweise für diese Shadow Company, Imbecil? Wie soll ich das machen? Und du? Welche Beweise hast du? Revisa mi bolsillo. Was ist das? Das Shadow Company Emblem. Mein Beweis. Wer führt die Shadow Company? Gib mir einen Namen. Alejandro Vargas. Ganz sicher? Einen Namen. Na, okay. Ja, egal. Philip Graves. Phil Graves, Phil Gräber. Das gefällt mir. Dieser Graves, was will er wohl? Er will euren Boss. El sin nombre. Ihr dürft ihm nicht trauen. Ich rat's euch. Bitte nicht! Du hast uns nichts erzählt. Wir bezahlen dich gut, aber dieser Außenseiter weiß mehr. Zeit, dieses nutzlose Stück umzubringen. Mit Vergnügen, Valeria. Bitte, ich will nicht sterben. Oh, ist gar nicht gefährlich, wenn sie auf der anderen Seite steht. Mit einer verfickten Desert Eagle durch den Kopf zu schießen. Gut gemacht. An die Arbeit. Wir gehen nach oben. Jo. Komm schon, Guerra. Damit das klar ist, wir sind noch nicht mit dir fertig. Sin nombre. Alter, warum haut mich jeder? Ich sehe, ihr kriegt das hin, Arschlöcher. Entspannt euch. Vamos. Da lang. Mann, das ist eine echte Frohnatur, der Dude. Mein Gott. Hat er eine Diamond-Camo freigespielt, Alter? Wann treffe ich El Sinombre? Valeria spricht gleich mit dem Boss hier. Da seht ihr schon die DLC-Skins. Ich habe das Gefühl, El Sinombre wird sehr an einem Gespräch mit dir interessiert sein. Du wirst hier warten, Sub. Ich bin in der Ofrenda. Keine Störungen. Sie, Chefe. Komme klar, Mann. Wir brauchen dich draußen. Bien. Gib ihm meine Maske und bewach ihn. Du lebst noch. Alejandro. Du auch, Kumpel. El Sin Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Diego hat sie. Nimm das. Nett. Hier. Wozu eine Maske? Manche hier sollte man nicht beim Kartell sehen. Kommunikation steht. Funkcheck. Alles klar. Alles gut. Dann mal los. Los, sind drin. Wie sieht's aus? El Sin Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Der Aufzug bringt uns hin. Wir brauchen nur Diegos Schlüsselkarte. Wo ist Diego? Auf Renda, zweiter Stock. Was gesehen, Lieutenant? Wenn du einen Weg aufs Dach findest, gibt es dort einen Zugang zum Penthouse. Ich komme so oder so nach oben. Cuidado, hermano. Wenn dich die Wachen dort oben finden oder in der Garage, erschießen sie dich. Was ist in der Garage? Keine Ahnung, aber es ist wichtig für Diego. Finden wir El Sin Nombre und erledigen wir das. Ende. Yeah, gutes Stichwort, denn das war's jetzt erstmal, denn ich muss jetzt erstmal meinen Stream starten. Yeah, höchst spannend bisher. Also wie gesagt, das hier wird, glaube ich, auch wieder eine geilere Mission. Aber dieser Autofahrpart, den hätte man einfach rauslassen können, selbst wenn die Kampagne dann 20 Minuten kürzer wäre. Finde ich persönlich immer überflüssig. Die laufen einfach durcheinander, das ist im wahrsten Sinne des Wortes auch sehr spannend. Physik. Whatever. Ja, also, das war's erstmal für heute. Vielen Dank fürs Angucken. Bis zur nächsten Folge und tschüss.